Schloss Bram. Viele fühlen sich beim Anblick der Touristenattraktion in Siebenbürgen an die Burg erinnert, auf der jener finstere Graf Dracula im Roman von Bram Stoker sein Unwesen trieb. Ein Vermittler von Ferienunterkünften bietet an Halloween jetzt eine Übernachtung auf Schloss Bram an. Wir sind hergekommen, weil wir Halloween mögen und weil wir das Dracula-Schloss sehen wollten. Das hat uns nach Siebenbürgen geführt, auch wenn gesagt wird, dass das Schloss mit Dracula eigentlich nichts zu tun hat, sagt eine amerikanische Touristin. Gruseln ist bei dem außergewöhnlichen Übernachtungsangebot wohl inbegriffen. Knoblauch und Kruzifix zur Abwehr von lästigen Blutsaugern sollten die Gäste auf jeden Fall im Gepäck haben.